Drei Nintendo-Charaktere, die mittlerweile schon fast jeder wieder vergessen hatte. Platz Nummer 3 ist Chunky Kong, der vor allem Berühmtheit erlangte durch Donkey Kong 64, da er da zum ersten Mal spielbar war. Und ich meine, schaut ihn euch einfach mal an. Er ist erstens stärker als Donkey Kong, zweitens hat er einen unfassbar geilen Afro und drittens sieht er einfach aus wie der nette Busfahrer vom Nebenan. Man kann ihn also einfach nur mögen, aber so ein richtig spielbarer Charakter wurde er danach leider nie wieder. Platz Nummer 2 ist der unfassbar nervige, aber auch irgendwie witzige Lineback. Keine Ahnung, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Ich bin mir wirklich sicher, dass jeder von euch ihn noch kennt aus den Zelda DS-Teilen und er ist einfach nur eine Legende. Genauso wie ihr, wenn ihr jetzt reinfolgt. Und Platz Nummer 1 ist das gute alte Koopa Kid oder auch Mini Bowser genannt. Der war damals wirklich in vielen Mario Party Teilen vertreten, aber wurde mit der Zeit immer mehr von Bowser Jr. ersetzt. Ein dickes F an den gefallenen Bruder.